Al-Jannah ist die Heimat der Gottesfürchtigen, der Rechtschaffenen, der Standhaften, der Märtyrer und der Propheten. Es ist der Ort, an dem die Herzen vollends Zufriedenheit empfinden und an dem der Mensch die schönsten Gnaden Allahs empfangen kann. Kein Ort ist vergleichbar mit dem Paradies und niemand wird es jemals verlassen wollen. Jeder Genuss in dieser Welt verblasst im Angesicht der Genüsse des Paradieses. Oder vielmehr wird einem beim Nachdenken über das Paradies bewusst, dass das Diesseits kaum Genüsse zu bieten hat. Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam haben uns zahlreiche Details über das Paradies beschrieben, damit wir motiviert sind, uns dafür anzustrengen. Sie haben uns ein Bild davon gezeichnet und uns Vergleiche gegeben, damit wir erahnen können, wie schön der Aufenthalt dort ist. Sie beschreiben uns, wie die Landschaft des Paradieses und seine Gebäude aussehen, wie die Kleidung der Paradiesbewohner, ihre Nahrung und ihre Körper sein werden. Sie beschreiben uns, wie ihre Kraft, ihr Reichtum und womit sie beschäftigt sein werden. Du wirst keine detailliertere Beschreibung des Paradieses finden können, als die Beschreibung Allahs und seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, berichtet uns, dass selbst der Geringste unter den Paradiesbewohnern, derjenige, der Jahannam als letztes verlassen wird, einen Paradiesgarten bekommt, so groß wie die Welt und noch einmal so viel. Wie steht es dann um jene, welche im Rang über ihm stehen? Die Mauern des Paradieses bestehen aus silbernen und goldenen Bausteinen, deren Lehm aus Moschus besteht. Die Quellen des Paradieses entspringen Bergen von Moschus, deren Flüsse aus reinem Wasser, das niemals versiegt, bestehen. Milch, die niemals ihren Geschmack verliert, Wein, welchen zu trinken ein Genuss ist, und Bäche aus klarem, reinem Honig. Seine Bäume sind gewaltig, so groß, dass die schnellsten Reiter 100 Jahre in seinem Schatten um die Wette rennen würden. Und ihre Stämme sind aus Gold und Perlen. An diesen Bäumen wachsen allerlei Früchte, welche den Früchten dieser Welt ähneln. Doch schmecken sie besser und mit jedem Biss werden sie immer besser schmecken. Ibn Kathir, rahimullah, erklärte, dass die Früchte zu den Paradiesbewohnern kommen, wann immer sie dies wünschen, egal ob sie stehen, sitzen oder liegen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Speisen der Paradiesbewohner, und wir werden ihnen Früchte und Fleisch ausbreiten, wie sie es nur wünschen mögen. Hudayfa radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sprach, wahrlich, im Paradies wird es Vögel geben wie große Kamele. Da fragte Abu Bakr radiallahu anhu, werden sie auch zart sein, ja Rasulallah? Zärter noch als diese wird derjenige sein, der davon isst. Und du wirst zu denen gehören, die davon essen, ja Abu Bakr. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies brauchst du einen Vogel nur anzusehen und ihn zu begehren. Da fällt er schon geröstet vor dich hin. Das bedeutet, sobald du den Wunsch in dir hast, wirst du diesen Vogel als köstliches Gericht serviert bekommen. Das Wetter in Jannah ist niemals schlecht. Wenn dir gewährt wird, dort zu leben, wird dir nie mehr kalt oder heiß sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Gläubigen von allen schlechten Eigenschaften reinigen, sodass sie ohne Hass, Groll, Neid, Feindschaft oder anderen schlechten Eigenschaften ihr ewiges Leben im Paradies führen können. Und auch die Körper der Gläubigen werden verändern, sodass sie die Genüsse des Paradieses vollends auskosten können. Der Gesandte Allah sagte die Paradiesbewohner betreffend, dass niemand jemals krank werden wird und dass ihr Schweiß wie Moschus, also nach gut riechendem Parfüm, duften wird. Sie werden so groß sein wie Adam alaihi salam, also etwas über 30 Meter. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein göttlicher Rufer wird laut im Paradies verkünden. O Paradiesbewohner! Es ist beschlossen, dass ihr allzeit gesund und nie wieder krank sein werdet. Ihr werdet ewig leben und keinen Tod mehr schmecken. Ihr werdet ewig jung bleiben und niemals alt werden. Und allzeit werdet ihr die Gnade Allahs besitzen und nie wieder bedürftig sein. Er überliefert ebenfalls, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein jeder, der diese Welt verlässt, gleich ob er erwachsen oder noch unreif ist, wird einem Jüngling von 30 Jahren gleichen und auf ewig so bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala wird den Paradiesbewohnern sagen, meine Diener,
Heute sollt ihr keine Angst mehr haben und nicht traurig sein. Das diesseitige Leben hat sein Ende gefunden. Die Prüfung und damit die Erschwernis ist vorbei. Das Paradies ist der Ort der Belohnung und des Genusses, in dem es keinen Platz für Angst und Trauer mehr gibt. Und in dem, was ihre Herzen begehren, werden sie ewig verweilen. All dies wäre mehr Belohnung, als wir verdienen würden. Und es sind bei weitem nicht alle Gnaden und Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala den Paradiesbewohnern zuteil werden lässt. Kein Herzenswunsch wird offen gelassen. Doch neben all diesen Gaben gibt es eine, die alles andere verblassen lässt. Diese Gnade ist das größte Geschenk, das einem Geschöpf gemacht werden kann. Gleichzeitig ist es die größte Strafe der Höllenbewohner, dass sie dieses Geschenk niemals, niemals bis in alle Ewigkeit erhalten werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nachdem den Paradiesbewohnern Einlass in ihre ewige Heimstatt gewährt wurde, wird Allah subhanahu wa ta'ala der Erhabene fragen, gibt es noch irgendetwas, das ihr wünscht? Sie werden antworten, hast du denn nicht unsere Gesichter erleuchtet? Hast du uns etwa nicht bereits im Paradies eingehen lassen und vor der Hölle bewahrt? Sodann wird ein Schleier gehoben werden. Sie werden Allah den Erhabenen erblicken. Diesen Anblick werden sie als die größte aller Gnaden empfinden. Er sallallahu alaihi wasallam beschrieb uns auch, wie dieses Anschauen sein wird, indem er sagte, siehst du denn etwa nicht auch den Vollmond, ohne dass ein Hindernis zwischen dir und ihm wäre? Allahu Akbar. Der Paradiesbewohner wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenso ohne irgendein Hindernis betrachten können, wie du heute den Vollmond in einer wolkenlosen Nacht sehen kannst. Der Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sich den Paradiesbewohnern zeigt, wird plötzlich eintreffen. Während sie all die Gaben genießen, die Allah ihnen gegeben hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt über diesen Moment, die Paradiesbewohner werden in himmlischen Genüssen schwelgen, bis sie dereinst über sich ein scheinendes Licht bemerken. Wenn sie dann ihren Blick nach oben wenden, so werden sie Allah den Erhabenen erblicken. Er wird sie mit den Worten, Assalamu alaikum ya ahlul Jannah begrüßen. Hiernach wird Allah auf die Bewohner des Paradieses schauen und die Paradiesbewohner werden ihn betrachten, bis der Schleier sich wieder senkt und nichts zurückbleibt außer seinem Licht. Dies wird der Moment sein, in dem die Paradiesbewohner alle anderen Gaben vergessen, so schön sie auch sind. Das Antlitz Allahs wird sie alle übertreffen. Das Paradies hat mehr zu bieten als das, was hier aufgezählt wurde. Deshalb sollte der Gläubige sich mit dem Paradies beschäftigen, damit er sein Ziel klar vor Augen hat. So wird er in der Lage sein, standhaft und motiviert auf dieses Ziel zuzusteuern. So fordert Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen auf. So eilt nach der Vergebung eures Herrn und einem Paradies so breit wie Himmel und Erde, vorbereitet für die Gottesfürchtigen.